Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von FIFA 21 Trainerkarriere mit Schalke 04. Und was ich direkt mal machen wollte, ist die Tor. Sind überhaupt jemand von uns dabei? Pacencia mit 4 Toren, okay. In 10 Spielen. Ja. Tor verlangen ist Harit dabei mit 3. Pichet hat 4. Und 2. Das war's dann bei uns schon wieder. Im Tor sind wir etwas weiter unten mit Renno und Fährmann. Gelbe. Da sind wir noch einmal mit Pacencia vertreten bisher. Dann kommt Zerda, der hat auch 2. Das war's. Rote Karten hat nur Kabak eine. Naja, ne? So, dann geht's dann gegen Leipzig müsste es sein. Da hätten wir vielleicht die Chance zu gewinnen. Aber naja, keine Ahnung, ne? Es kann alles passieren. Aus ist aus Fährmann, oder? Lassen wir schauen. Ja, aber da ist ja eh nur zweiter Torhüter zumindest erstmal. Als ob da Deutscher ist. Wusste ich gar nicht. Renno ist Dänemark. Kabak Türkei. Matondo Fels. Naja, wir spielen das jetzt. Fährmann kommt raus. Dafür kommt Renno, aber so. Gravenberg will ich mal wieder die Chance lassen. Mascarell. Fischer kann ja auch ZM, da würde ich den mal hier probieren lassen. Tarit auf außen. Und dann mal gucken. Boah, ich denke, das lassen wir jetzt erstmal so. Wir gehen rein. Ins Spiel. Und dann. Let's go. Aber wir müssen ja eh jetzt erstmal noch kurz trainieren. So, wir haben, sag ich mal. Ja. So. Los geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen im Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Das wird ein großartiges Duell zwischen diesen beiden. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensiv-Giganten begegnen. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Die Schalker Fans können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Lange ist es her mit der letzten Meisterschaft, ne? Das kann man so sagen. Bald sind es 60 Jahre. Seit, das hört kein Königsblauer gern, 1958 warten sie darauf, dass die Schale endlich wieder auf Schalke kommt.
80, 90 Minuten. Dani Olmo. Tyler Adams. 60 Jahre alt. Wieder Schubdruck machen. Das ist Kimpembe. Leipzig Kimpembe probiert hat. Nein. Yusuf Paulsen. Ja, da ist Platz jetzt. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Der FC Schalke hat ein bisschen was gut zu machen heute. Zu Hause hatte es ja letztens nur zu einem Unentschieden gereicht, als es gegen Borussia Dortmund ging. Da gab es eine Nullnummer, was beide Teams heute wohl vermeiden wollen. Trotzdem ist für mich, ich bin ganz ehrlich, ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis. Der Ballverlust. Richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Den muss er sicher halten und da ist er auch zur Stelle. Heute dürfte es ziemlich ausgeglichen zugehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, Wolf, das ist kein einfaches Spiel für die Schalker. Das könnte. Steilpass kommt an. Dani Olmo. Yusuf Paulsen. Und die Möglichkeit. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Da ist Platz auf dem Flügel. Tyler Adams. Kimpembe mit dem Ball. Jetzt haben sie den Ball wieder. Die Chance jetzt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Das wäre es natürlich gewesen. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und beinahe ist er damit auch noch erfolgreich. Eine richtig knappe Kiste. Man rutscht zu viel immer aus. Orban. Konrad Leimer. Yusuf Paulsen. Oh, das sah vielversprechend aus. Schönes Pressing jetzt. Und er pfeift abseits. Das könnte die Gelegenheit geben. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Yusuf Paulsen. Der Angriff könnte was werden. Aktion geht weiter. Und drin. Von der Latte aus geht er da rein. So, wir sehen da noch mal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Da geht er vorbei mit dem Trick. Alles offen. Schön geklärt. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. So, Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Was ist denn das? Matolo? Nee, keine Ahnung.
Sieht aus wie Da Costa. Nice. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Das ist Tor in der Bundesliga. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Die Nummer 27. Danny Da Costa. Konrad Leimer. Orba. Halstenberg. Tyler Adams. Da kann er sich den Ball holen. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Nordi Mukiele. Dani Olmo. Yusuf Paulsen. Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Jetzt der Versuch. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie ich jetzt sehe. Da können Sie erst mal klären. Hereingabe jetzt. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super... Er geht in den Strafraum. Alexander Sørloth. Jetzt der Ballverlust. Ball. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Abgepfiffen. Abseits. Vorne der Ballgewinn. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echt ist. So. Okay. Haben wir das gemacht? Ja, wir lassen es also mal so. Die Schalker mit dem Anstoß, damit läuft der zweite Durchgang. Suat Serda. Ocipka. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Das gibt Einwurf. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Leipzig. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Die Partie übertragen wir natürlich. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Nordi Mukiele. Konrad Leimer. Yusuf Paulsen. Marcel Sabitzer. Da riskiert er Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Amin Arid. Zu lang, kein Problem für den Torhüter. Schade. War eine gute Idee von Fitter. Ja, klasse Pass. Ja, geht gut dazwischen. Sie machen schon sehr früh Druck. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da können Sie klären. Tyler Adams. Ich wechsle jetzt mal aus. Zwei Mann. Einmal Fischer, der gefällt mir trotzdem nicht so gut. Dafür kommt Uth. Und dann mache ich hier für Harit. Aber hier, da. Nordi Mukiele.
Die Gäste werden wechseln. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das sind zwei ausgeglichene Teams, wird ein hochinteressantes Spiel. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da ist die Chance für Dani Olmo. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Und da kommen die Auswechslungen, neue Spieler für beide Teams. Jetzt kommt die Ecke. Super Parade, den Kopfball hält er. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Den Ball holt er. Henrichs. Konrad Leimer. Yusuf Paulsen. Tyler Adams. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Dani Olmo. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Ja, der nächste tolle Pass. Tyler Adams. Klasse Aktion, Ball ist weg. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Mal ist der Pfosten dein Gegner, mal ist der Pfosten dein Freund. Hier hat er geholfen, vom Pfosten springt der Ball hinter die Linie. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Pacienza. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ball ist wieder weg. Wieder so ein klasse Pass. Tyler Adams. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Stark, das war's mit der Chance. Das war wichtig. Gut, der Ball wieder scheitert. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da sehen wir die Tafel, eine Minute wird nachgespielt. Konrad Leimer. Marcel Sabitzer. Dani Olmo. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Ecke kommt in die Mitte. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Naja, kann es halt nicht ändern. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja. Tada. Es war eine. Was ist heute schief? Bin ich sicher. Das letzte Tor von RB Leipzig war anscheinend, oder? Ich war besser. Danke, dass Sie bei uns waren. Wir haben nicht gut gespielt, jetzt sind wir dafür auf 6.
noch um die Europaplätze dabei. So kann man sagen. Weil wenn wir halt von Bayern oder von Leipzig auch nur 3 Punkte entfernen. Und ja, aber ich habe so das Gefühl, klar, wir sind jetzt Spieler, aber ich finde, wir haben einfach auch irgendwo halt nicht so einen richtigen Mittelstürmer. Pacencia ist zwar gut, aber der schießt nicht so viele Tore. Dadurch haben wir jetzt auch nicht die besten. Deswegen will ich irgendwie gerne noch so einen geilen Stürmer für die nächste Saison. Zum Glück haben wir einen Profi. Aber ihr wisst, wie ich meine. Ja. Aber da musst du halt durch, ne? Auf jeden Fall, wir Frankfurt nochmal simulieren. Und hoffen dann einfach, dass wir gewinnen. Und ja. Nein, gebrot. Ablehnen. Gut, Lapp hat sich ja auch wieder gut verbessert. Leipzig ist ja jetzt Vierter. Aber Bayern tastet sich auch immer mehr ran. Finde ich. So, simulieren. So, Jugend-Scout-Bericht. Oh, Laurenz Schweiger. Das nehmen wir mal mit. Nein. Okay, und? Ach komm, eben. Ach nee, das nicht. Leider zum Kauf mache ich nicht. Lab, habe ich gesehen, hat irgendwo ein witziger Potenzial. Und aus denen könnte dann auch mal was werden. Deswegen mache ich das nicht. Und ja. So. Ja, wir lassen das, denke ich mal, so. Ach nee, Renault kommt. Für Fern. Was? Neue Simulation. Bitte gewinnen, bitte. 2-0 verloren. Ach man. Es läuft momentan richtig scheiße. Ach. Naja. Aber, ach nee, Bayern hat noch kein Spiel. So. Wissen alle, genau, jetzt haben alle 12 Spiele. Jetzt sind wir 8er. Ach Gott. Differenz von minus 1. Ja. Auch nicht gut. Bayern ist jetzt 4er. Leipzig hat verloren. Wow. Dortmund reist weiter mit Leverkusen. Und wir hängen jetzt mitten so auf Mittel. Nein. Irgendwie hin. Okay. Dann würde ich. Hier. Und dann würde ich trotzdem sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.